Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmar und ich begrüße euch wieder zu Star Wars Jedi Fallen Order. Und ja, wir haben endlich eine Lösung gefunden, ohne großartig im Internet oder sonst was zu gucken. Mann, war ich blöd. Ich hätte einfach nur diesen Schlauch da vorne, der da jetzt so rumwedelt, sag ich mal, einfach nur mit dem Lichtschwert abhacken müssen. Das war's. Aber darauf bin ich im ersten Moment nicht gekommen. BD, ich bräuchte hier etwas Strom. Weil jetzt kann er natürlich nicht mehr den Strom quasi ins Wasser leiten. Was sehr gut ist. So, und wir haben hier einen Fahrstuhl. Sehr gut. Oh yeah. Und wieder ein Echo. Oh, macht es uns. Sehr schön. Alles gut, Commander. Wo ist Master? Wo ist mein Padawan? Meine Männer durchsuchen das Wrack. Wir finden ihn. Ich empfange gerade eine Nachricht. Wahrscheinlich vom Trupp. Oh, Moment. Sie ist vom obersten Kanzler. Lieber mal. Was haben wir denn hier? Also, das kennen wir. Schaffen wir das? Na. Oh, oh, fuck. Wo sind wir hier gelandet jetzt? Kommen wir jetzt hier nochmal hoch irgendwo oder nicht mehr? Doch, komm mal. So. Komm schon. Oh. Aber wir können, glaube ich, drauf stehen bleiben. Was nicht schlecht ist. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wir gucken einfach mal. Wow. Also das war genau der kleinste Arm da drin. Komm. Das reicht. Oder? Ja, ja, richtig. Sehr gut. Dann kommen wir hier durch. Mhm. Ah ja, hier waren wir doch schon. Das macht nichts. Wir müssen eh wieder hier runter. Glaube ich, dass wir hier schon auf jeden Fall mal waren. Ui. Ja, stimmt, hier waren wir auf jeden Fall. Warte mal. So, genau. Gehen wir nochmal zurück. Zu unserem Glück. Yeah. So. Guck mal hier. Vielleicht ist hier auch noch was. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal lang. Man sagt ja immer, viele Wege führen nach Rom. Und das tun sie tatsächlich. So, hier ruhen wir uns mal kurz aus. Wir haben wieder Fähigkeitspunkte, das ist sehr gut. So, okay, Fähigkeitspunkte. Wollen wir einlösen, und zwar, ich glaube, wir machen hier Überlebensfähigkeit. Sehr schön. Maximales Leben. Cool, sehr schön. Okay. Hat uns auch direkt 2 Punkte gekostet. Okay, wow, wo sind wir jetzt gelandet? Ah, kommen wir jetzt eigentlich dahin, wo wir hin wollen? Wenn wir jetzt hier da runter jetzt fahren, können wir da eigentlich runterfahren? Nee. Wir gucken mal. Ui! Ich habe wieder keinen Plan,
Aber hier sind auf jeden Fall welche. Oh, jetzt hast du ein Problem. Oh, krass. Wer bist denn du? Hella N. Okay. Versuchst du es überhaupt? Was soll das werden? Aua. Ey, was denn jetzt? Wieder war... What? Spinnig? Also, was war denn das jetzt gerade? What the fuck? Okay. Dunkler Bildschirm, auch nicht schlecht. Hallo? Hallo? Ah, okay, das muss so. BD, wo sind wir? BD1? Hey, Kumpel, wo steckst du? BD? Oh nein, wir haben auch kein Lichtschwert. Ich muss einen Weg hier rausfinden, wo immer hier ist. What the fuck? Aber wir haben, Warte mal. Können wir das irgendwo einsetzen? Nö. Irgendwas da hinten. Mhm. Okay, damit können wir nicht dienen. Warte mal, wenn wir das jetzt nehmen. Nee. Mein Lichtschwert ist weg. Scheiße, warte mal, hier ist noch was. Macht den Bock aber jetzt auch nicht fett, ne? Können wir irgendwelche Komponenten hier rausnehmen? Nee. Warte mal, hier ist da noch was. Ist das ein Stromkabel? Ja, ist es tatsächlich. Das war's. Ha! Genial. Die Luft ist kalt, verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Was ist denn hier los? Hier kommen wir nicht weiter, würde ich sagen. Oder? Ist hier irgendwas? Nö. Nö. Nur nicht mal eine Kiste. So, da sind wir ja hergekommen, ne? Oder ne, wir sind daher gekommen, ja. Wenn man mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Ich brauch's zurück. Ja, definitiv. So, dann müssen wir hier rüber. Guck
Gucken wir mal. So, warte mal, was können wir hier machen? Kriegen wir das gar nicht hier rum? Nee. Aber das müssen wir wahrscheinlich hier reinmachen, vielleicht. Das hat etwas bewirkt. Ja. Und das müssen wir wahrscheinlich dann... Oder auch nicht. Oh, wir müssen das vielleicht hier reinmachen, genau. Tür ist auf. Sehr schön. Okay. Hier können wir uns durchzwingen. Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. Oh Mann. So. Okay. Ich glaube, ich werde beobachtet. Ich glaub's auch. Bleib du mal schön hier drin. Okay, nee, hier geht's immer nicht lang. Was haben wir hier? Ist hier was Interessantes? Nö, nicht wirklich. Oha. So. Und mit dem können wir hinterher gehen. Ist da dran jemand? Halt, Chubadanago! Aha. Hilfe. Brauchst du Hilfe? Hoppa, Sorktomo Kili Uba, Shakpudu. Was? Sorktomo? Stuta Karkina Donda! Donda! Spinne. Okay. Ich glaub, dir geht's gut. Sekunde. Das ist nicht gut. Oha. So. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier so haben, weil wir hier können wir auch lang gehen. Wir haben aber kein BD-8 dabei. Von daher macht es nicht wirklich viel Sinn hier. Okay. Dann müssen wir jetzt hier rüber, ob wir wollen oder nicht. So, müssen aber gucken, wann da mal was runterkommt. So. Oh, ich glaube. BD? BD-1? Bist du das? Da bist du. Bist du okay? Ja, stimmt. Ich hol dich da raus. Ja, er ist da. So. Warte mal. Ja. Weiß jetzt auch nicht, wo das hin muss. Können wir uns da langhangen? Tatsächlich. Krass. Mama. Vielleicht muss es darüber. Mama, hier ist doch was. Schön, dass wir darüber gekommen sind. Und gut, dass es uns nichts gebracht hat. Warte mal. Ha! So. Sehr schön. Da muss es rein. Ja, nice. Jawollo.
Hey! Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Haltebolzen ab. Sie Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Ja. Bin ich auch sehr dafür. So, hack das mal. Sehr schön. Hast du wundervoll gemacht. So. Sind wir da schon lang? Wow, wir gucken einfach mal. Ne, wir müssen da lang. Wir müssen tatsächlich da lang. Beeilen uns ein bisschen. BD, wir müssen hier irgendwie durch. Perfekt. Ich glaube, wir müssen aber beide zum... Nee, da bleibt uns nichts anderes übrig. Aber vielleicht ist es auch gar nicht der Sinn und Zweck. Oder doch? Oder müssen wir hier lang? Nee. Hier waren wir doch. Warte mal, kommen wir nochmal raus. Da müssen wir nochmal gucken. Nee. Wir müssen gucken. Entkomme aus dem unterirdischen Gefängnis. Ja. Wir müssen gucken, dass wir das zum Laufen kriegen. Aber ich glaube, das ist dann so eine Art Fahrstuhl. Ja. Können wir da was anschließen? So. Ah, dann machen wir das wieder hier. Es hat jetzt Strom. Ja, wir kommen ja immer noch nicht hoch. Weil wir hier noch den Strom brauchen. Genau. Ah ja, dann müssen wir hier raus. Ah ja, ganz simpel. Der muss ja raus und muss dann da rein, klar. Und jetzt hier drauf. Da geht's ab. Ja, ganz simpel. So logisch ist es ab und zu mal. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Hey, ich kenne diese Band. Oh oh. Wahnsinn, da ist unser Freund! Wir haben schon gedacht, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Sir Tormo, Baby! Ich bin der Boss dieser Operation. Du musst Greasy hier andanken, der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Eine Verstrecker! Also
unserer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Baby. Du willst eine Show? Dann bekommst du eine Show. Okay. Hey, bitte das los! Wow. Zelebrieren wir unsere fallenden Herausforderer der Vergangenheit. Und das von Ihnen erbrachte Opfer. Das macht uns reich. Lass dich zu ganz schnell raus. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Genau. Ich muss doch meine Credits zählen. Astray, redet echt zu viel. So. Man kann nicht immer gewinnen. Davon habe ich noch viel mehr. Komm her. Und schon endet sich die Kost. So. Na, das Zack. Nenne ich einen Kampf. Ui, ui, ui. Machen wir das Ding platt! Schlag ihn, was richtig tiefer! Aua! So, überall in die Brunnen! Oh nö! Sein Schwert so schnell! Seine Stärke so durchschlagen! Komm schon! Komm schon! Durch die Schossen durcheinander. So. Das Beste kommt erst noch. Was? Okay. Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Ja. Die Haxion Brut lässt zum Angriff. Oh, okay. Du wirst mit Zeit. Aua. Du wirst die Brut niemals aufhalten. Hast du eigentlich eine Ahnung, wer das war? Ja, mir scannt gerade einen. Okay. Soll das heißen? Es ist die Mantis! Der Stadt! Wow! Krass! Es gibt keine Kurbel! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn es sein muss! Oh mein Gott! Okay, krass. Hammerhart. Haben sie uns gerade im richtigen Moment noch rausgeholt. Naja. Hey, Grease. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Trilla. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Murray? Cal, wir haben Tavul. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Okay. Später. Später. Das ist unsere Spur. Wow. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Oh mein Gott. Hey, Kleiner. Oh,
Hallo? Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Cal. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Okay, cool. Neues Ziel auf der Holokarte. Haben wir jetzt auch freigeschaltet und jetzt wird gerade zwischengespeichert. Und ich würde sagen, das ist unser nächstes Ziel, trifft Harful. Da sind wir sehr gespannt, auf ihn zu treffen. Ja, naja, das werden wir aber auf jeden Fall in der nächsten Episode erfahren, wenn es dann wieder heißt Star Wars Jedi Fallen Order. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Fühlt euch da frisch vom fröhlich frei. Jo, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Und möge die Macht mit euch sein.